Hallöchen, ihr lieben Häschen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind immer noch in der Argolis und sind weiter auf den Spuren unserer Mutter. Und die Priester wurden von Krysus ein wenig, ja, sagen wir mal, propagiert. Auf keinen Fall mit uns zu sprechen oder uns Infos zu geben. Und wie wir jetzt erfahren haben, wurde sie wohl verändert von Menschen mit Masken. Was könnte dahinter stecken? Eventuell der Kult des Kosmos? Sie ist eine Kultistin geworden. Ich werde ihr die Lampe ausknipsen, sobald ich kann. Aber erstmal soll ich einen heiligen Stier lebendig zu dem Priester bringen. Bin sicher, er ist ein guter Mensch, aber die Methoden, auf irgendwelche Götter zu vertrauen und dabei zu hoffen, dass die Menschen wieder gesund werden, ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Kann man machen, aber die Erfolgsquote wird deutlich geringer sein, als es mit vernünftigen Kräutern und Salben zu versuchen. Der Körper ist zu einer gewissen Weise zur Selbstheilung in der Lage, aber alles kriegt er auch nicht hin. Ich bin mal gespannt, wie ich den Stier eigentlich lebendig da hinkriegen soll. Mal sehen, vielleicht folgt er mir ja freiwillig. Da unten kämpfen Wachen gegen einen Löwen, das finde ich auch schön. Hi. Oi. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Asina-Ruinen, Sperrgebiet. Und gucken wir uns hier doch mal um. Befreien wir erstmal den Gefangenen hier. Achso, muss ich doch losbinden. So, lauf. Weiß nicht, ist der Stier tot? Der liegt so im Gras. Er scheint nicht freiwillig gestorben zu sein. Ich tot. Nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. So. Ach Gott. Hier, Stierchen. Oh, fühlt sich nicht sehr angenehm an. Naja. Ist halt ein Herz, ne? Also, wie fühlt sich ein Herz an? Ich hoffe, dieses Herz reicht. Schleimig und blutig. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen. So, was ist mit den beiden Leutchen, die da vorne mit dem Löwen gekämpft haben? Sind sie mittlerweile tot? Nicht ganz. Oi, er lebt ja auch noch. Oder sie. So, sonst noch jemand? Wir haben den Löwen tatsächlich gekillt. Oh, warte mal, ich kann mal die Gefangenen hier unten noch befreien. Da sind noch welche. Hi! Wenn man schon mal hier ist, ne? So, Ikaros, erzähl mir mal, ob du irgendwo noch das Ostrakon-Rätsel siehst. Bis zum Tod! Oder die antike Tafel, besser gesagt. Nö, ist ja aber nicht. Hi! Hey! Oh nein, nicht
Na gut, dann scheine ich hier ja soweit alles zu haben. Keine Ahnung, wo die antike Tafel ist. Ikaros kann sie auch nicht sehen. Da oben ist noch eine Wache. Glaube ich. Der tut mir aber nichts, also lasse ich ihn mal. Könnte auch ein Gefangener gewesen sein. Und dann kehren wir mal zu diesem Priester zurück. Also ich sag's mal so, das Ergebnis dieser Aufgabe ist bisher das exakte Gegenteil von dem, was der Priester haben wollte. Ne? Er wollte den Stier lebendig haben, um ihm Wasser über den Kopf zu kippen, damit er sich freiwillig dem Opfer hingibt. Der Stier ist unfreiwillig gestorben, wir haben ihm das Herz rausgerissen und bringen jetzt dem Priester das Herz. Läuft. So viel zur Unreinheit. Und ob der Priester uns glaubt, dass nicht wir den Stier gekillt haben? Hi. Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldnerin. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Das Kind. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Keine leichte Wahl, Söldnerin. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge? Dachte ich mir schon. Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Verstehe. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Quest abgeschlossen, ein Herz für eine Hand. Okay, dann suchen wir mal Midon. Er wird uns zwar nichts sagen können, weil er ja keine Zunge mehr hat. Aber vielleicht kann er ja noch schreiben, ein Bild malen, drauf zeigen, was weiß ich. Stufe 25 erreicht. Hey, wir können Fähigkeitenpunkt verteilen. So, was nehmen wir denn für lauter Lachen? Also warte, ich finde den Hochleistungsangriff super. Hierfür reicht unsere Sperrstufe noch nicht aus. Zorn der Blutlinie sieht ja auch spannend aus. Lass einen Hagel von 5 Hieben auf einen einzigen Gegner prasseln, die jeweils 120% Kriegerschaden anrichten. Generiert 3 Adrenalinsegmente. Es generiert sie? Okay, die Fähigkeit gehört mir. Ich weiß, ich benutze das Heilen häufig, aber vielleicht brauche ich es ja jetzt irgendwann bald nicht mehr. So. Neue Quest, kein böses Wort. Ja, wer nicht mehr sprechen kann, kann auch kein böses Wort sagen, nicht wahr? Heiligtum des Asklepios.
Soll ich einen schönen Bogen drumherum machen? Was nicht geht, weil... Midon ist da drin. Natürlich ist er da drin. Ja, Saftärsche hier. Oh, es gibt eine Stelle, die ihr nicht bewacht, und das hier hinten. Und das kampflos. Oh. Wachen! Die sind tot. Nein, sind sie nicht, aber und ist okay. Ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Das glaube ich sofort. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst raus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Okay. War der Name der Frau Myrine? Die Spartanerin. War ihr Name Myrine? Ja. War es ihr Säugling? Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. Mhm. War es ihr Kind? Mhm. Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Mhm. Hast du den Säugling gerettet? Ihr habt das Kind gerettet? Nein. Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Sagte Myrine, wohin sie gehen wollte? Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte? Nein. Ist das Mädchen deine Dienerin? Teilen eigentlich alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Sicher. Hey, sie hat dir bisher nichts getan. Sie ist zwar eine kleine Zicke, aber ansonsten... Also, ich weiß, warum du dir die Zunge herausgeschnitten hast. Ich weiß, warum Krösus wollte, dass ihr euch die Zunge rausschneidet. In der Nacht, in der meine Mater mit meinem Bruder herkam, hielten die Priester und ihr ihn für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Rückblende. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass er so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind. Mein Kind. Hör zu. Wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Deimos. Beziehungsweise Alexios. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Das Kind hat überlebt. Erzähl mir, was passiert ist. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte den Jungen retten können. Midon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Kind im Arm, sang ihm vor, bevor sie ihn den Göttern übergab. Krösus nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krösus? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Mhm. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krösus ebenso. Vielen Dank. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung.
Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krüses finden und sie wird für ihre Taten bezahlen. Mhm. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Krüses, Anbeter der Blutlinie. Im Schlafgemach von Krüses stand geschrieben Heras Abscheulichkeit. Auch wenn man gemeinhin dachte, der Schriftzug stamme von einem erzürnten Anbeter, so sagen doch manche, Krüses habe ihn selbst geschrieben, als Erinnerung an ihre Rolle als Dienerin des Kosmos. Sie verwendete ihr Leben darauf, Kinder zu entführen und zu Schergen des grausigen Kults zu erziehen. Ein Teil von ihr liebte diese Kinder einst, doch dieser Teil starb schon vor langer Zeit. Okay. Dann schalten wir diese... Wenn Martha finden will, ist Krüses der Guten Tag. Ich bin mal weg hier. Ich kill euch wachen nicht. Okay, ich muss hier raus. Ich will nicht schon wieder einen Krieg anzetteln hier. So. Zieh ich mich erstmal zurück. Bin ich schon wieder neben einem Berg von 13, 14 Leichen stehen. Okay. Sie haben meine Spur verloren, das ist schon mal viel wert. Quests. Asche zu Asche. Finde und erreiche den Altar im Wald. Machen wir. Da hinten. Laufen wir einen kleinen Umweg. Krüses, ey, dusselige Gewitterziege. Mal ganz ehrlich. Die Templer sind harmlos gegen diesen Kult. Der Kult ist gemeingefährlich. So, wir sind in der Nähe des Ziels, dann scannen wir doch mal. Da, der Altar des Apollon Malertas. Mhm. Da ist noch jemand für uns stiften gegangen, aber um den kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Ist ja offensichtlich nur ein Söldner, der uns jagt. Und wenn wir uns halbwegs ruhig verhalten, dann kommt er auch nicht. Pass auf, dann kommt er gleich im Kampf gegen Krüses. Die Statue des Apollon und da der Altar. Krüses wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Boah, der arme Vogel. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Ein Adler. Gut, dass es nicht Ikaros ist. Kinderschreien. Ich mach die fertig. Also da werde ich aggressiv bei sowas. Was hat die hier, eine eigene Kinderkrippe? Die Kultisten werdet hier sterben. Hi. Bereit zu sterben!
Worten scheint in der Familie zu liegen, mächtige Adlerfrau. Wage es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine zwei Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Meine Mutter in dem Glauben, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als sein kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich seiner an. Ich legte ihn auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, ihn zu verschonen. Und sie erhörten mich. Was geschah mit meinem Bruder? Ich meine, wir wissen, dass es Alexios geworden, dass es Deimos geworden ist, ne? Was hast du mit meinem Bruder gemacht? Ich rettete sein Leben, indem ich ihm beibrachte zu leiden, damit er den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird er der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast ihn gefoltert? Er war ein Säugling! Ich lehrte ihn zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihm Stärke. Wo ist meine Mutter? Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen. Doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Okay, und hiermit endet dein Leben, Krysis. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Deimos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlerfrau. Es geht um mehr als meine Familie. Du und dein Kult, ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder, wie dein Bruder. Hier, ich beweise es dir. Mein Kind! Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte deinen Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Schlaf jetzt, liebes Kind. Deine Mata ist hier. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, mein Bruder wäre vor langer Zeit gestorben. Das hast du ja auch gedacht. Ich sollte zurück nach Athen, zu Aspasia. Krysis Treiben muss ein Ende haben. Echt? Ich darf Krysis immer noch nicht töten? Was ist denn das für ein Quatsch? Von den Göttern verlassen, kehre nach Athen zurück. Sauerei. Ich muss sie töten. Ja, ich dachte, ich kann jetzt noch den Kopf abschlagen, die irgendwie hinterher hechten oder so, aber nein. Wir müssen nach Athen. Na, mal gucken, ob Aspasia ein paar Informationen darüber hat, wo die alte Schabracke hingegangen ist. Ganz ehrlich, die ist gemeingefährlich. Die kann man nicht frei rumlaufen lassen. Was ist denn du kaputt? Warum lädt das Spiel zweimal? Okay. Eine Videosequenz. Das sieht genauso aus wie in Kefalenia. Hilf! Mir!
Das ist nicht das Brennfieber. Das haben die Kultisten zu verantworten. Komm, Hundi, halt die Klappe. Wir müssen zu Aspasia. Aber die Hunde haben doch Tollwut oder so ein Schwachsinn hier, ey. Worüber freut ihr euch so? Über den sauren Regen oder was? Cassandra, du bist zurück. Muss los, tut mir leid. Warte, wohin? Ich bin bald zurück. Wir sehen uns bei Aspasia. Manchmal glaube ich, du bist mir viel zu ähnlich. Mhm. Du hast auch den größten Teil ihrer ersten Ausbildung übernommen. So, Sokrates und Kleon könnten vielleicht etwas zu der Situation sagen. Ja, hier ist die Hölle los. Cassandra, du bist zurück in Athen. Und hier geht die Welt unter. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Es sieht nicht gut aus. Es ist so laut wie auf einem Schlachtfeld da draußen. Und so brutal. Sie fordern Perikles Kopf. Als ob er wissen müsste, wie man dieser Katastrophe begegnet. Niemand ist auf das Ende der Welt vorbereitet. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihren Namen. Ihr Schiff. Cassandra, jetzt ist nicht die Zeit. Perikles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Das mit Perikles tut mir leid. Perikles ist ein starker Mann. Er kann die Krankheit besiegen. Du hast sie gehört. Er kann sich nicht verteidigen. Er wird ohne Ruhm sterben. Die Athener kennen ihn schon viel länger als diese Seuche. Er gab ihnen eine Stimme. Seine Errungenschaften sprechen für ihn. Oh. Perikles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Natürlich. Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Einverstanden. Okay. Perikles! Wie geht's dir denn, mein Mester? Hab gehört, du hast Würfelhusten. Was passiert, mein Stern? Ich sagte doch. Ich bin's, Cassandra. Ja, Twitter. Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Ich gebe zu, du siehst nicht besonders gut aus. Genauso fühle ich mich auch. Ich bring dir Medizin. Ah, ja. Meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Kleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja. Ja. Ihr seid Politiker und keine Ärzte. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Vieles hat sich verändert. Ich kann mich nicht mal gerade halten, um dem Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Du stehst doch gerade. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich. Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Warum ist Nein, mir? Hast du nicht. Es ist nett, aber falsch. Was passiert, muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athener genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Warum wird er mir als killbares Ziel angezeigt? Ich sollte dort auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Kleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Kleon mich nicht so sieht.
Doch für mehr kann ich Ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Gib nicht den Göttern die Schuld. Die Götter sind nicht schuld, sondern die Welt. Sie steht auf dem Kopf. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon mein größtes Vermächtnis an Athen. Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Cassandra. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut. Ach Gott, ey. Perikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurück erwartet. Ich sah sie in der Menge draußen. Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen. Bestimmt ist alles in Ordnung. Du hättest sie nicht schicken dürfen. Seien wir mal so ehrlich. Aspasia, es grassiert eine Seuche. Du weißt, was los ist. Sie ist noch ein Kind. Zoll ihr den Respekt, den sie verdient. Sie ist kämpferischer, als ich es in ihrem Alter war. Ich sagte Perikles, dass der Kult in Athen ist. Es ist zu gefährlich. Der Kult? Ich dachte, da spreche die Krankheit aus ihm. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Schere. Gut. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über Likes und auch Kommentare freuen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey dann wieder, wo wir Athen dann von diesem grässlichen Unglück befreien. Vermutlich. Bis dahin und bye bye. Something to fight.